Irgendwie ist unsere Mieterin eine richtige Dumpfbacke. Wenn ich habe extra den letzten Part aufgehört, weil sie gestaubt gesagt haben, kaum sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss, hört der Staubsauger auch auf zu saugen. Päh. Na gut. Vielleicht nicht wegen uns, gar nicht wegen mir, überhaupt nicht. Nein. Jetzt geht's weiter mit Schneckmark und dieser Route. Nein, ich mach doch hier. Nein, ich mach lieber das. Neue Tropfnasen. Und in dem Sinne, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Und bis ich mich am Kopf gekratzt habe, sag ich auch. Egal, wo ich gerade bin, mein Sonnenschirm habe ich immer dabei. Du? Ich danke dir, meine Ware. Ich danke dir, meine Vogel-Pokémon. Meine Weit. Wisst ihr, was ich ein Elektro-Pokémon habe? Na, wisst ihr das? Na. Pernilla und Henry. Goldini und Schwalbos. Okay. Tja, dann. Dann setze ich mal ein. Ich tausche ich. Gegen ein wunderschönes Magnetil, das eben noch paralysiert ist, das Dämmel. Und du bekommst erstmal Flügelschlag. Ach, du bekommst erstmal Schnabel. Bon. Tja. Hey! 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 Volltreff, wieso denn plötzlich? Voll fies. Gut, du setzt erstmal Donnerschock ein gegen den. Und du machst. Heilst dich erstmal. Das kann ich ja nicht so ansehen. So ausgepowert. Doch sollte reichen fürs Erste. Hör auf, man mag mit dir so best, du Dominus. Okay, nicht weiter ist. Jetzt Donnerschock. Du? Donnerschock und du machst es mal hoch zu Keep gegen das Schwalbos. Nein, nicht selbst, nicht selbst! Okay. Danke, Wilmaus. So gefällt mir das. Gefällt mir. Hör auf damit. Und. Ach, Kinas. Dieses wieder paralysiert, ey. Okay, nochmal. Donnerschock. Du heißt erstmal das andere Ding. Pokebälle, Beeren. Wo sind sie? Paralyse, genau. Gut. Okay. Jetzt Donnerschock. Danke. Ego. Tschüssi. Magnetillo ist down. Aber das ist der Fair. Uns fehlt es am Potenzial. Nein, ja, ihr fehlt es am Können. Und am Gehirn. Gehirn. Was haben wir hier? Hypertrank. Geil. Oh, Mann. So, und jetzt erstmal. Anlauf und. Ja. So. Wer bist du? Die Weiten des Himmels strahlen die Aura unausgesprochener Versprechen aus. Nichts ist vergleichbar mit dem absoluten Glück des Fliegens. Doch das Glück der Vernunft, und die hast du schon lange nicht mehr. Enrico, Enrico, oh schön. Ich mit einem Schneckmann nicht gerade die beste Wahl, merke ich gerade. Okay, ich habe mir nicht umsonst ein super geiles Affen, starkes, mega geiles Affenmorgen, titelmäßiges Magnetillo! Ja. Mich juckt es jetzt an der Rippe, danke dafür. Vom letzten Part hast du mich im Jahr gejuckt, jetzt juckt es mich an der Rippe. Nein! Siehst du ja. Nein, ich bin ja noch Metall, scheiß. Scheibe, Leiste. Schrubbum, Doppelste. Jopapang. Ach, ist das schön. Das ist mein erstes Tropius.
Zombies. Ah, da wird mein Schneckmann Freude haben gegen Tropius. Yeah. Na komm, Tropius. Na komm schon. Okay. Blut. Autsch. Selber schuld, du Dämmel. Selber schuld. Tja, wenn man dumm ist wie Erbsenpüree, dann kann sowas schon mal passieren. Spezialangriff schadet, wächst. So. Ich setz nochmal was ein, was Schönes. Was sehr Schönes, nämlich ein Trank für Schneckmann. Ja, Rasierblatt gegen mich. Ja, das hätte ich auch gemacht, wenn du wärst. Tschüssi. Tehe, Dämmel. Uiuiui. Abgewürgt, abgestürzt. Ja, wie dein Gehirn. Wie dein Gehirn. Ah, nein! Nicht ins Gras. Steppert. Okay. Geht's hier irgendwo auch mal irgendwie in ein Dorf oder sowas ähnliches? Gehen wir mal eine Pokémon heilen. Ah, hier, hallo. Mach ich hier nicht langweilig. Hey, du! Komm nicht in die Nähe des Klimainstituts. Nein! Seht ihr? Nein! Seht ihr? Ah! Ich stehe kurz vor der Tür. Soll ich reingehen? Hä? Soll ich reingehen? Hä? So. Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich trennen, danke. Also ich schlief. Schlich sich jemand nach oben. Kann ich dann meinen Pokémon heilen? Mach mal geht's. Ja! Ach, schön. Na, ihr Kabautermänner. Wie? Was macht denn das Kind hier? Dich besiegen, du Dämmel. Bam, 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 bam. Ui! Ach, du bist eine Frau. Ja, da. Carnivania. Los, Schneckmann. Du bist nur nicht gerade die beste Wahl, merke ich gerade. Dann Magne. Hello! Yeah. Okay. Pump dich auf, wenn du willst. Schwappum! Njum. Danke, dafür! Eieiei, ist das schön! Die beste Mal meine Pokémon! Pokémon wechseln von Schneckmark zu Magnetillo! So, schätze ich, muss leider weiter. Der Boss hat Interesse an seinen Forschungen gezeigt. Da hat er uns hergeschickt. Schön uns gewaltigt. Nein, und ich frage auch nicht, was ihr hier wollt. Hab's gerade gehört, du Dämmel. Ja, ja, wenn Dummheit wehtun würde, würdest du die ganze Zeit schreien. Tubat! Tubat ist Flug. Wegen Flug habe ich hier was. Ach, hör doch auf. Nein, nein! Dankeschön. Fuchte dich das immer wieder. Ah, mein Magnetillo entwickelt sich prächtig. Njum. Vivien. Ja, da wächst ich mal. Was können wir denn nehmen? Stolunion. Hier beißen sich die Zähne aus, hoffentlich. Kampf. Metall, glaube ich. Schön. Volltreffer, vielen Dank.
Vielen Dank. Okay. So ein Mist, besiegt von einem Kind. Du bist doch auch ein Kind von jemandem, du Dämmel. Mach mal, glaube ich, euch als ins Hirn gebracht. So. Und weiter geht's. Ne, ich bitte von allen Seiten, ja. Das Institut hat ein Pokémon entwickelt, das irgendwas mit dem Wetter zu tun hat. Das müssen wir kriegen. Jetzt sag nicht, du bist auch auf der Suche nach diesem Wetter-Pokémon. Das erlaube ich nicht. Wir waren schließlich zuerst hier. Kannst versuchen, mich aufzuhalten, ne? Team Aquarübel und Team Aquarübel. Ja, so kann man Zeilen führen. Zubat und Vivien. Dazu kommen Magnetillo und Schwalboss. So. Du bekommst erstmal ein Donnerschock und du wechselst dich mit Stalonio. Tappum. Halleluja! Am Volltreffer hat dir auch nicht schon geschadet, ne? Gut, wenn ihr den wollt. Nein! Doch! Nein! Moment mal! Muss ich mal schauen, was das eigentlich für... ob das Attacken sind, was für welche? Ja. Donnerschock. Ach so, gut. Donnerschock kenne ich. Ausstoß mit verwirrt, super, verwirrt, ultra, nach 20 Schaden, paralysiert. Okay, Ultraschaden, Ultraschaden. Gut, gut, gut. Also gut, du machst erstmal Ultraschall gegen Tata. Du machst Metallklappe gegen Tata. Du machst erstmal endlich mal deine Metallklaue. Toll, danke. Abgereift. So, und jetzt machen wir was Schönes. Donnerschock gegen das da und mit Metallklaue. Nee, Felsgrab, 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 Felsgrab. Ach, das geht nicht gegen beide. Okay. Metallklaue nochmal. So. Und schum. Und schum. Eine wollte gegen den Sand drehen. Okay, macht nichts. Okay. Wenn du willst. Ich habe immer noch einen Superschall, mach ich gegen dich. Du machst nochmal Metallklaue, dann ist der Käse gegessen. Ah, das ist eine Statusattacke, du Dämmel. Toll. Also wenn Statusattacke plötzlich Schaden anrichten, dann will ich auch wieder eine erlernen. Ist doch wahr. Voll Nintendo-Logik hier. So, dann gibt's noch Kanimania. Juhu! Ja, tänze noch mehr herum. Du bekommst erstmal einen Donnerschock und eine Stärke serviert. Okay. Toll. Ach ja, es ist ja verwirrt. Es kann doch! Danke, Magnetillo! So, gefällt mir das. Gefällt mir. Du verlernst erstmal das. Funkensprung. Jetzt weiß ich gerade nicht, kann Magnetil überhaupt ohne Donnerstein? Weiß ich jetzt gerade nicht mal. Kann ich das überhaupt entwickeln? Jetzt will ich mal nachschauen. Moment. Ein King hat unser Pendelweiß und schaut dir meine Pokémon an. Schaut sie doch selbst an.
wirklich. Also, Pokémon, Magnetilo entwickelt sich bald zu Pokémon Magneton. Warum sage ich das? Weil ich ein bisschen habe jetzt kurz mal noch kurz essen und deshalb bin ich jetzt momentan nicht gerade bei der Sache. Wir sind die Magma, wir sind immer dort, wo Raritäten gefunden wurden. Such mal dein Hirn, das ist die größte Rarität im Moment. Nein, mir geht's natürlich gut. Dein Pokémon! Oh, wo hast du denn gegessen, du? Magnetilo! Wow! Fast gleiches Level. Okay. Mal Funkensprung. Aha, ich bin Initiative höher als du, Edgy Badge. Wow! Heilige Toblerone, nehmen wir nochmal. Das hat gefetzt. Eieiei. Bitte mehr. Oh, Zubat, oh, das wird gemetzelt. Jetzt aber. Und zwar mit Schmockers. Donnerjock. So rede ich hier wie von diesem Moxen. Das ist wirklich Carlos. Das ist sehr effektiv, ja. Okay. Kanivania. Ihr habt auch nichts Neues, ne? Nee, nicht wechseln, hallo. Kanivania! Eigentlich ist ja für den Sommer hin, ne? Ne, ich fange gar nicht erst an zu sehen, sonst muss ich noch ins Dschungelcamp. Hey, Volltreffer, geil, Oma! So, gefällt mir das. Gefällt mir. Magnetilo. Okay. Das war's dann wohl. Jo, sag ich auch. So, jetzt. Lass mich da durch, die dumme Funzel. Du willst dich auch nicht so in die Angelegenheiten von Team Aqua einmischen? Dann bist du entweder furchtlos oder einfach du. Oder beides. Dann entscheide dich mal, du dumme Funzel. Du bist ja so niedlich. Einfach winterlich. Ich mach dich fertig, du Baby. Ich soll das nicht anmachen sein oder beleidigst du mich, du dumme Nuss. Na warte, du, dir schiebe ich eine Toblerone in den Arm normal. Von mir behauptest. Ich bin süß. Nichts anderes. So, ich muss runterkommen hier. Ja, wenn ich einen Kaffee gehabt habe, dann... Cordula. Kommt mal mit neuen Pokémon, ey. Wie langweilig hier. Und erstmal... Nee, da benutze ich einen Funkensprung. Knirschen. Hey! Nicht effektiv! Sie ist gar nicht effektiv, du Dominus! Programm! Oh, Volltreffer! Vielen herzlichen Dank! Okay, Rauhaut! Hey! Seit wann ist das? Hä? Ist doch gar nicht berührt! Das ist doch spezial! Tut doch nicht so blöd! Magnaien! Nicht wechseln. Nein! Nee! Nicht angegriffen, Minion! Nee! Also seit dann ist Funkensprung dann bitte sehr physisch, hä? Jetzt bist du paralysiert, sonst hab ich dir eins in die Schnauze. Ja toll! Nimm mich doch gleich! Okay, was nehmen wir denn? Stolunion, your turn. Nein, schleck mal. Io, hör mal auf, ich hab's ja kapiert. Hast ja kapiert, ja? Hey! Selbstschuld, du dumme Nuss. So, jetzt aber. Burn, baby, burn! Jetzt kommt jetzt mal Steinwurf. Jetzt hör mal auf mit dem Scheiß. Ha! So kann ich nie Level Up machen hier. Dann als Stolunio. Your turn. Dir sollst dich die Zähne ausbeißen, ey. Alter, wie schnell ist das Vieh? Das gibt's doch nicht. Ach, Kinas. Das ist bald eher besiegt, dass ich angreifen kann, ey. Nein, nicht verwirren. Komm jetzt. Pfui! Ja? Ja?
Ja! Ach, Kinas, mach doch nicht so einen Schmotter mit mir. Ah, nochmal. Au! Okay! So gefällst du mir, so gefällst du mir. Schön. Aha! So. Und du? Yes! Juhu! Cordula, Vorstand Cordula. Dem klappten Bikini. Ah, ist einfach widerlich. Stark. Spät jahren sich die Sachen gabe, du Dummelus. So. Es ist schon lang schlimm genug, sich ständig mit dem Magma auseinanderzusetzen zu müssen, Und jetzt kommst du auch noch daher. Warum musst du deine spitze Nase in Dinge stecken, die dich nichts angehen, weil ich spitz bin? Ich habe hier eine Krisensituation. Eine Gruppe von Team Magma ist gerade an dem Klimainstitut vorbeigelaufen. Sie ist wohl auf dem Berg. Sie ist wohl auf dem Weg zum Pyroberg. Was? Dann lass uns von hier verschwinden. So schnell. Wir sind so schnell wie möglich zum Pyroberg. Team Magma, mach dich auf was gefasst. Wo sind sie? Auf dem Pyroberg, würde ich mal sagen. Danke, vielen Dank. Da sind wir in Sicherheit. Es ist vielleicht eine seltsame Art, ja, Danke zu sagen, aber dieses Pokémon ist für dich. Oh nö. Möchtest du vor mir einen Spitznamen geben? Ja, das behalte ich gar sicher nicht im Team. Wie nenne ich dich denn? Ah ja, genau. Ha. 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 Harry Potter, ein Abonnent, schon lange. Harry Potter und irgendwas. So, ja. Ah Gott, ah Gott sei Dank. Dieses Pokémon ändert seine Gestalt abhängig von ihrem eigenen Wetter. Hier im Institut gibt es sehr viel davon. Du kannst es ruhig annehmen. Hey, kann ich da nichts zu tun? Was hast du da? Zwei Reisen? Die will ich befreien! Lass mich durch! Du hast noch zwei Reisen? Die will ich auch befreien. Gut. Okay, Leute, ich schau mal, ob ich das von mir mal ins Team nehmen kann. Bis dahin sage ich, wenn es gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren. Und wir sehen uns ganz sicher im nächsten Part. Bis dann und tschüss!